So, es geht jetzt darum, eine alte Behauptung von Herrn Schmidt ist, Deutsche sind 1,74 Meter groß. Und das ist hier tatsächlich, also bis auf das letzte, der letzte war glaube ich 3 cm größer, ist das eine Umfrage unter meinen Studenten, die ich damals gemacht habe. 1,92, 1,63, 1,65. Und Schmidt behauptet, Deutsche sind 1,74 groß. Können Sie dazu was sagen? Sagen Sie dazu was? Ah, es fehlt uns jemand, das sehe ich schon. Stimmt das, stimmt es nicht? Ist es Gruscht, was Schmidt behauptet? Ist es kein Gruscht? Deutsche sind 1,74 Meter groß. Ja, stimmt. Es stimmt, was haben Sie denn gemacht? Sorry, wenn ich mir diese Messungen angucke, sehe ich alles, bloß niemand, der 1,74 Meter groß ist. Ja, bitte? Gut, also das scheint etwas zu sein, was wichtig ist. Also der Durchschnitt, wenn man eine Messung macht, dann ist der Durchschnitt etwas Wichtiges. Wie rechnen wir denn den Durchschnitt aus? Wie rechnen wir den aus? Ja, bitte? Gut, also machen wir das doch mal. Also wir schreiben jetzt überall Plus hin und dividieren das durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Durch 9. Das ist die Anzahl. So, und was kommt da raus? Da kommt exakt 1,74 raus. Das heißt, intuitiv, wenn man so eine Behauptung aufstellt, macht man einen Mittelwert. Ich habe nie von Durchschnittsdeutschen. Ich habe gesagt, Deutsche sind Mittelwert. Und trotzdem haben sie einen Mittelwert gemacht. Ja? Nur, dass Sie das sehen. Ja? Also Sie machen intuitiv einen Mittelwert. Und die Aussage hat damals einigermaßen gestimmt. Vielleicht, wenn wir das jetzt hier unter uns ausprobieren, kommen wir auf andere Werte. Das ist aber egal. Mit welchem, das nennt man Mittelwert. Mittelwert. Oder der wird in der Statistik x-quer genannt. Mit welchem Wert hat x-quer unmittelbar etwas zu tun aus der Wahrscheinlichkeitstheorie? Ja, bitte? Gut, also das heißt, der Mittelwert ist sowas Ähnliches wie der Erwartungswert. Wie der Erwartungswert, allerdings ist es natürlich nicht das Gleiche, sondern beim Erwartungswert habe ich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, beim Mittelwert habe ich das hier nicht, sondern da habe ich eine sogenannte Stichprobe. Man nennt es auch eine Stichprobenverteilung. So, beim Thema Erwartungswert gibt es nochmal einen Wert, der eine Kenngröße dieser Stichprobe ist. Also Erwartungswert, haben wir ja gesagt, das ist ein Maß. Wofür ist das ein Maß, der Erwartungswert? Für die... Güte. Jawohl, für die Güte. Wie gut ist etwas? Also typischerweise, Sie haben eine Klassenarbeit geschrieben, Schnitt ist schlecht, ja, dann war die Arbeit schwer, ja, sowas. Und wenn Sie dann vergleichsweise über dem Schnitt sind, sind Sie relativ gut. Wie gut ist etwas? Wie gut bin ich? Das kann ich. Und da gab es nochmal eine zweite Kenngröße, nicht nur die Güte, sondern auch noch, ja, Und das nennen wir Streuung. Also das heißt, wie groß streut das? So, und völlig richtig, da gab es eine Standardabweichung. So, und jetzt ist die Frage, wie rechnen wir die Standardabweichung von diesem Ding? Das hat jetzt einen neuen Namen, so wie hier Mittelwert x quer, heißt das empirische Varianz. So, Varianz oder Standardabweichung, das ist sowas Ähnliches. Wir wissen, die Standardabweichung ist die Wurzel aus der Varianz. Wie rechnet man die Varianz von so einem Gebilde aus? Auch das sollten Sie können aus Klasse 9. Wie rechnen wir das aus? Also Summe durch n oder vielleicht auch mittlere absolute Abweichung ist jetzt nicht genau das, aber sowas Ähnliches. Wie machte man das? Wissen Sie nicht mehr? Wissen Sie nicht mehr? Gut. Also, das heißt, wir müssen die Abweichung von 1,74, wie viel weicht denn die 1,92 von den 1,74 ab? Ja? Rechnung? 1,92 minus 1,74. So, jetzt müssen Sie dafür sorgen, dass das ein positiver Wert ist. Wie machen Sie das Ding positiv? Wie, ja? Wir quadrieren es. Wenn Sie da einen Betrag hinmachen, ist der Betrag ist gefährlich, das wissen Sie.
So, also zum Quadrat plus nächster. Nächster? Ja, bitte. 1,74 zum Quadrat. Nächster? Nächster? Nächster Summan? Ja? Jawohl, und so rechnen Sie jetzt jede mögliche Differenz aus. So, und der letzte, den Sie am Ende ausrechnen, ist 1,57 minus 1,74 zum Quadrat. So, ist das jetzt eine Varianz oder ist sie das nicht? Was müssen Sie da noch machen? Ja, bitte. Die Wurzel ziehen. Ja, die kommt dann später. Das ist eine, bei der Varianz ziehen Sie keine Wurzel, bei der empirischen Standardabweichung schon. Also die kommt dann irgendwann mal. Das nennen wir empirische Standardabweichung. Was müssen wir noch machen? Vielleicht schauen Sie ja. Ja? Durch 9 teilen. Ja, durch die Anzahl teilen. So, das heißt, dann ist quasi jeder gleichgewichtet. Und jetzt kommt der Hammerschlag. Bei der empirischen Varianz teilen Sie aber nicht durch 9. Weil man hat in der Praxis, das hat keinerlei theoretische Grundlage, weil man nur praktische Grundlage. Man teilt durch 9 minus 1. Diese minus 1 stammt aus der Praxis. Das heißt, man vergrößert die empirische Varianz ein klein wenig. Wenn Sie hier 1 abziehen, den Nenner verkleinern, dann vergrößern Sie den gesamten Ausdruck. Das heißt, das hier, das heißt empirische Varianz und das wird auch S Stern Quadrat genannt oder andersrum, die tatsächliche empirische Standardabweichung, die heißt S Stern und das ist 1,92 minus 1,74 zum Quadrat plus ganz, ganz viele Summanden plus 1,457 minus 1,74 zum Quadrat, aber hier eben durch 9 minus 1, wie gesagt, ist nicht theoretisch fundiert, ist rein praktischer Natur, dass das besser funktioniert hat. Und das heißt empirische Standardabweichung. Hat irgendjemand die empirische Standardabweichung gerechnet? Empirische Standardabweichung. Und die heißt dann S-Stern oder empirische Varianz. Und das ist ein Maß für die Streuung. Wie stark streut das um den Mittelwert? Also so eine Art durchschnittliche Streuung. Hat jemand einen Wert? Da hat jemand gerechnet? Ja, bitte. Das ist aber 0,11. Ist das das S Quadrat oder das S? Ist das mit der Wurzel oder ohne? Ich habe die Wurzel schon gezogen. Die Wurzel gezogen, ja, das könnte auch passen. Ja, also gut, das ist ein Wert, der passt. Also durchschnittlich weicht das um 11 cm ab. Ja, also hier ist die Abweichung ein bisschen geringer, hier ist sie 11 cm, hier ist sie wieder geringer, hier ist sie groß. Und Sie wissen ja, dass große Sachen bei der Abweichung, also das könnte stimmen, die 11 cm etwa. Also das ist quasi die empirische Standardabweichung. Und die Begriffe brauchen Sie, Mittelwert oder Erwartungswert und empirische Varianz, empirische Standardabweichung. Das sind eben die gleichen Begriffe, die Sie normalerweise kennen. Das sind zwei statistische Kenngrößen. Also hier eine Frage, Mittelwert ist eben eine Frage, wie groß sind die Leute im Schnitt? Etwa Güte haben wir eben und hier ein Maß für die Streuung. Gibt es da Fragen dazu? Gut, schönen Dank.